Grüß Gott, meine lieben Brüder und Schwestern. Heute möchte ich von meinen Erlebnissen mit den armen Seelen berichten. Schon lange wollte ich diese Kassette aufzeichnen. Ich tue es in großer Dankbarkeit zum lieben Heiland. Ich erzähle, wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, um in die Freude des Himmels eingehen zu können. Die Kirche nennt diese abschließende Läuterung der Auserwählten, die von der Bestrafung der Verdammten völlig verschieden ist. Fegfeuer. Schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und für sie Fürbitten und insbesondere eucharistische Opfer dargebracht. Meine Erlebnisse mit den armen Seelen. Die armen Seelen sind meine besten Freunde. Wenn etwas Schlimmes auf mich zukommt, dann warnen sie mich. Da sehe ich an ihrem strengen Blick. Wenn ich krank bin, trösten sie mich. Arme Seelen sind Heilige in der Läuterung. Sie sind aber ganz auf unsere Hilfe angewiesen. Sie sind wie Dürstende. Sie haben Durst nach Gott, so wie wir Durst haben, wenn wir lange Zeit nichts getrunken haben. Oh, könntet ihr ihre Qual erkennen? Ihr wäret erschüttert. Es ist von den Menschen ja sehr liebevoll gemeint, wenn sie die Gräber der Angehörigen aufs Schönste schmücken. Aber es nützt dem toten Leib nichts. Er verwest und zerfällt. Die armen Seelen brauchen unsere Hilfe durch Gebete, heilige Messen, Verzichte, Opfer und Almosen. Immer wieder höre ich die Worte von Mitmenschen, sie sagen, es ist noch keine Seele zurückgekommen. Das stimmt nicht. Zu mir kommen sie immer. Ich möchte von meinen Erfahrungen mit den armen Seelen berichten, damit sie erkennen, die armen Seelen leben im Fegfeuer. Das heißt, jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele, die nicht sterben kann. Und die ist im Fegfeuer so lange, bis alle Schuld abgetragen ist. Das heißt, sie müssen viel leiden, vor allem dann, wenn sie keine Gebete, heilige Messe oder sonst ein Opfer bekommen. In unserer Zeit ist es eine ganz schlimme Sache, denn es wird kaum noch für arme Seelen gebetet. Ich erzähle Ihnen von meinen Erfahrungen. Die Ordensschwester. Während der Exerzitien in Trier hatte ich ein Erlebnis mit einer armen Seele. Es war eine Ordensschwester. Am letzten Tag hörte ich in der Heiligen Messe jemand, der ständig mit dem Rosenkranz klapperte. Die Schwester war zwei Bänke hinter mir. Eigentlich wollte ich mich beherrschen und mich nicht umschauen. Da es aber nicht aufhörte, drehte ich mich letztlich doch um. Sofort erkannte ich eine arme Seele im Ordenskleid. In meinem Innern vernahm ich die Worte, schenke mir diesen vollkommenen Ablass. Ich erkläre, am Ende der Exerzitien gewährt der Heilige Vater einen vollkommenen Ablass der Sündenstrafen. Ich versprach es ihr und opferte dann noch die heilige Kommunion für diese Ordensfrau auf. Als ich vom Kommunionempfang zurückkam, war sie verschwunden. Wenn eine Tür auf- oder zugegangen wäre, so hätte ich das gehört.
aber nichts dergleichen war geschehen. Nun erzähle ich von einem jungen Mann. Es war am 1.9.1997, als ich erneut eine arme Seele sah. Ich ging morgens gegen 9 Uhr einkaufen und danach ging ich auf die alten Eisenbahnschienen, die bei uns sind, wo man ungestört einen Rosenkranz für die armen Seelen beten kann. Plötzlich hörte ich ein Rascheln, wie wenn jemand durch dürres Laub liefe. Da schaute ich in alle Richtungen. Es stand vor mir ein junger Mann. Er sah sehr gepflegt aus. Er trug eine blaue Jeanshose und ein weißes Hemd mit braunen Streifen. Ich begrüßte ihn mit einem guten Morgen. Er antwortete mir mit einem freundlichen guten Morgen zurück. Dann blickte er auf mein Kreuzchen, welches ich um den Hals trug. Er blieb eine kurze Weile vor mir stehen. Da wurde ich doch etwas ängstlich. Das muss er gemerkt haben. Er ging 30 Meter weiter. Dann kam er wieder zurück und stellte sich an die gleiche Stelle, an der er am Anfang gestanden hat. Er schaute sehr traurig aus. Gern hätte ich ihn gefragt, ob er Kummer habe. Aber ich schwieg und betete still weiter. Noch einmal schaute er mich gütig und hilfesuchend an. Dann entfernte er sich. Zuerst war es ein Gehen, dann ein Laufen, dann ein Rennen. Und dann geschah etwas Ungewöhnliches. Er schwebte in die Luft wie ein Luftballon. Als er etwa 20 bis 25 Meter entfernt war, waren seine Beine weg. Dann auch der Unterleib. So blieb ihm nur Kopf und Rücken. Er schwebte immer höher und sein Hemd war so mit Luft gefüllt, als wäre es ein Luftballon. Doch an diesem Tag war es ganz heiß und windstill. In meinem Innern war eine tiefe Ruhe, eine große Glückseligkeit. Anfangs dachte ich, es sei ein feiner Herr, der spazieren ging. Doch als ich darüber nachdachte, fiel mir auf, ich hätte ihn sehen müssen, egal von wo er auch gekommen wäre. Es waren ja dort nur freiliegende Eisenbahnschienen, auf der rechten Seite nur Wiese und auf der linken ein lichtes Tannenwäldchen. Da hörte ich in meinem Innern die Worte: Ich stehe da und warte auf ein Gebet. Aber es kommt nichts. Man hat mich vergessen. So stehe ich immerzu da und warte. In der Nacht vernahm ich die Worte: Ich habe mich vor den Zug geworfen. Und deshalb stehe ich hier und warte auf jemand, der mir das Almosen eines Gebetes schenken würde. Dann sagte er, eine gregorianische Messe könnte mir helfen. Eine gregorianische Messe ist eine heilige Messe, die an 30 aufeinanderfolgenden Tagen gelesen wird. Als diese heiligen Messen gelesen waren, sah ich in der Nacht ein ganz helles Licht. Es schwebte vom Boden zur Decke hoch und in mir hörte ich die Worte: Danke, ich bin erlöst. Ich sehe viele armen Seelen, sie kommen aus allen Jahrhunderten. Der liebe Heiland lässt mich nicht im Dunkeln, er klärt mir immer alles auf. Oft dauert es sehr lange, bis es geschieht. Aber es wird aufgeklärt, alles, was von Gott kommt, wird aufgeklärt. Zurzeit sehe ich viele arme Seelen als Gesichter in der Kirche. An der 13. Kreuzwegstation unserer Kirche sehe ich einen Kaufmann aus dem Mittelalter. Er steht schon sehr, sehr lange da. Und immer wenn ich komme, dann freut er sich, weil ich für ihn bete. Ich sah einen feinen Herrn mit Mittelscheitel und Schnurrbart wie um die Jahrhundertwende. Meist sehe ich Männer, doch hin und wieder auch Frauen. Immer
wie in den damals üblichen Trachten, woran ich erkennen darf, wie lange sie schon leiden. In einer Nachbargemeinde sah ich während der Heiligen Messe eine schöne junge Frau, etwa 35 Jahre alt. Ich habe für sie gebetet und weiß, dass diese vor 2 Jahren an Krebs verstorben ist. Sie hatte 3 Kinder und weil mir das so weh tat, habe ich sehr viel für sie gebetet. Eine andere Frau, die ich lange schon sah, mit einem Biedermeierhut und Schirmchen, ließ mich erschrecken. Ob sie schon so lange im Fegfeuer ist? 2-mal sah ich einen Kardinal mit rotem Mantel und breitem Hut, den ich gut kannte. 1-mal sah ich an der Rückwand unseres Hauses eine weiße Gestalt, die ich sofort fotografierte. Das Bild gab ich meinem Seelenführer. Und immer, wenn ich die Bilder nachmachen lassen wollte, waren die Negativen verschwunden. Heute weiß ich, dass es sich bei dieser Gestalt auch um eine arme Seele gehandelt hat. Sie hatte eine dicke Nase und der Mund stand ganz weit offen. Jetzt sehe ich dieses Gesicht in der Gebetswache vor der Statue der Schutzmantelmadonna in der Kirche, wo wir jeden Freitag beten. Es ist eine männliche arme Seele. Der vor Staunen der Mund offen steht und die mich hilfesuchend anschaut. Ich weiß, dass ich noch viel beten muss. Die armen Seelen brauchen unsere ganze Hilfe. Eine ganz andere Geschichte. Eine gottergebene Frau. Ich wusste von einer Frau, dass sie bald sterben würde. Ihr gab ich meinen Liebesflammenrosenkranz, den ich von der Mutter Gottes auf einer Pilgerreise nach Medjugorje bekam. Dieser Rosenkranz bewirkt besonders Heilung oder Kraft. Jene Frau, von der ich berichte, war geschieden und wieder verheiratet. Aber während ihrer Krankheit war sie ganz Gott ergeben. Ich bat den lieben Heiland, ihr so zu verzeihen, wie er mir verziehen hatte. Für sie betete ich viel, besonders den Barmherzigkeitsrosenkranz. Kurz vor ihrem Tod rief sie mich noch einmal an und flehte mich an, mit einer ganz schwachen Stimme, bitte beten Sie für mich. Da hatte ich für sie eine Novene gebetet, zusammen mit ihrer Schwester und ihrem Neffen. Als diese um waren, hörte ich, das reicht nicht. Ihr müsst noch einmal eine Novene beten. Ich teilte es den Angehörigen mit und wir beteten weiter. Dann ist sie gestorben. In der Nacht nach ihrem Tod war sie an meinem Bett und hat mich ganz liebevoll umarmt. Diese Umarmung habe ich so gespürt, wie wenn mich ein lebender Mensch umarmt. Der liebe Heiland wollte das so, damit ich weiß, dass er sie gerettet hat. So wurden meine Bemühungen um die Rettung einer Seele noch verstärkt. Bevor ich dann einschlief, dachte ich, schade, ich hätte sie so gern im Sarg gesehen. Denn durch das Gebet war ich ganz stark mit ihr verbunden. Kaum war ich eingeschlafen, erlebte ich ein Wunder. Die armen Seelen kamen und zeigten mir den offenen Sarg mit der Toten. Sie lag auf einem weißen Kissen. Wunderschön sah sie aus. Sie hatte rötliche Haare, halblang. Es war natürlich ein geöffneter Sarg. Es war nur das Unterteil, der mit Schnitzereien wunderschön verziert war. Es war kein Traum, denn ich saß aufrecht im Bett und war hellwach. Dieses Geschaute wird nie aus meiner Erinnerung weichen. Genau wie mein verlässliches Erinnerungsvermögen an alles andere, was von Gott gekommen ist, kein Auslöschen gibt.
Alles ist ein Geschenk meines göttlichen Freundes. Er schenkt der Seele, die ihn liebt, Gnaden ohne zu zählen. Oh, wie gut ist der süße Jesu. Jesus sagte einmal, ich gehe jetzt Seelen suchen. Begleite mich durch dein Gebet. Jesus hat eine solche Liebe zu uns, die wir auf Erden nie verstehen können. Wenn er von Herzen geliebt wird, er ist großzügig, er steht immer über allem. Seine Liebe ist nicht zu begreifen. Er will doch, dass alle Menschen gerettet werden. Einmal sagte er mir, die Hölle ist für Satan und seinen Anhang, nicht aber für meine erlösten Kinder. Die Mutter Gottes sagte in Fatima, es kommen so viele in die Hölle, weil niemand da ist, der für sie betet und sühnt. Wer kann da noch gleichgültig bleiben? Für einen liebenden Menschen gibt es da nur eine Antwort. Beten, beten und keine Zeit verschenken. Die armen Seelen sind so liebevoll. Wenn der Feind kommt, wird alles hektisch, unruhig, nervös. Wie ein Gehetzter springt er hin und her. Wenn er im Zimmer ist, wird man selbst unruhig, denn er wühlt die Seele auf. Wenn der Feind kommt, sind die armen Seelen entweder unsichtbar oder sie sind verschwunden. Ich weiß es nicht, aber sie sind nicht zu sehen, obwohl er ihnen ja nicht mehr schaden kann. Die armen Seelen können an mehreren Orten gleichzeitig sein. Wenn ich zum Beispiel zu einer armen Seele sage, die ich an der Decke sehe, komm ganz nah zu mir, komm ganz nah, dann kommt sie. Aber an der Decke ist sie dennoch. Wie ist das möglich? Ich kann es nicht sagen, aber es ist so. Manche arme Seelen haben ganz heiß, sie schwitzen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich kann es nur so erklären, es ist die Sehnsucht nach Gott. Als ein Verwandter im Sterben lag, spürte ich im Innern, bete für ihn. Es war gegen 11 Uhr. Sofort betete ich den Barmherzigkeitsrosenkranz und viele Sterbegebete, bis gegen 12. Er starb plötzlich, unvorbereitet. Ich wusste es, denn wenige Tage zuvor vernahm ich einen starken Leichengeruch wahr. Er war ein sehr weltlicher Mann, der nur gearbeitet hatte, sich aber keine Ruhe gönnte. Als dann das Telefon läutete, sagte ich vorbereitend zu meinem Mann, warte noch, heb nicht ab, ich kann dir sagen, wer es ist. Es ist jemand aus unserer Verwandtschaft, verstorben, und sagte ihm dann den Namen. Als mein Mann dann am Telefon die Bestätigung hörte, wurde er ganz bleich. Am offenen Grab dieses Verwandten hörte ich die Worte, so würde ich nie mehr leben, wenn ich noch einmal zurückkommen könnte. Das war nun ein Zeichen für mich, viel für ihn zu beten, was ich auch tat. Als ich einmal stationär im Krankenhaus lag, hat man eine junge Frau zu mir ins Zimmer gefahren, die einen Gehirntumor hatte. Ihre Tage waren gezählt. Ich spürte, dass ich mich um sie kümmern und für sie beten sollte. Sie war Mutter eines 8-jährigen Kindes. Nach meiner Entlassung aus dem Spital habe ich sie besucht, aufgrund der Gnade, die Gott mir schon vor meiner Bekehrung schenkte, nämlich zu erkennen, wenn ein Mensch Hilfe braucht. So fuhr ich 2 Tage vor ihrem Tod zu ihr hin, obwohl ich nicht genau wusste, in welchem Krankenhaus sie liegt. Das brauche ich auch nicht zu wissen, denn mein Schutzengel führt mich immer an die rechte Stelle.
An der Rezeption erkundigte ich mich nach ihr. Ich sagte den Namen. Dann ging ich ins Krankenzimmer. Die Schwester, die sie betreute, sagte mir, dass ich nichts tun kann, denn die Patientin liege im Koma. Meine Antwort: Das macht nichts. Ich möchte sie nur sehen. Da sie allein im Raum war, konnte ich ungestört den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Als ich sie danach segnete, da atmete sie ganz tief aus. Es war so hörbar, wie nur ein Mensch, der sich bedanken will. 2 Tage später teilte mir der Ehemann telefonisch mit, dass seine Frau verstorben ist. Dieses Zeichen schenkt mir der liebe Heiland. Das ist etwas, was man nur im spirituellen Leben verkosten darf. Nun spreche ich von einem Pater. Ein mir bekannter Pater ist auch ganz plötzlich verstorben. Er war sehr weltlich und hatte starke Alkoholprobleme. Nach seinem Tod betete ich für ihn. Während der Anbetung in einer Kirche hatte ich plötzlich ein Bild dieses Priesters vor Augen. Sein Rücken war nackt und um ihn herum waren dunkle Rauchschwaden. Sein ganzer Körper war dunkel, da musste ich weinen. Ich flehte Jesus an, mir zu sagen, was ich für ihn tun könne. Doch Jesus gab keine Antwort. Ich überlegte weiter, was kann ich nur tun? Ich möchte ihm so gern helfen. Ich flehte Pater Pio an. Da hörte ich die Worte: Bete viel für ihn und suche viele gute Priester, die auch für ihn beten, denn er muss schwer leiden. Was wir auch taten. Eine Nachbarin, die mir half, als meine Kinder klein waren, da habe ich auch ein ganz wunderbares Erlebnis mit ihr. Sie half uns, sie war Näherin und schneiderte für die Kinder Kleider. Sie war unsere Oma, eine Art Tantchen. Wir hatten sie so gern. Ja, die Kinder nannten sie immer Tantchen. Als diese krank wurde, schrieb ich ihr viele Briefe und alles, was ich ihr sagte, fiel auf fruchtbaren Boden. Denn sie las diese meine Briefe immer wieder und wunderte sich über meine totale Veränderung. Ich brachte sie dazu, wieder zur Heiligen Messe zu gehen, zu beichten und zu kommunizieren. So lernte sie nun von mir, wie ich in jungen Jahren von ihr lernen durfte. Wenn ich sie besuchte, brachte ich ihr immer schöne Gebete mit und lehrte sie den Barmherzigkeitsrosenkranz, damit sie ihn bei den Sterbenden beten konnte. Sie war zuckerkrank und musste viel leiden. Ihr rechtes Bein musste amputiert werden. Sie lernte eifrig, war ganz Gott ergeben und sagte: Alles geschehe, wie Gott es will. Sterbend betete sie bis zum letzten Atemzug das Ave Maria. Nach ihrem Tod dachte ich: Gut, dass sie jetzt nicht mehr leiden muss, denn sie hatte viele furchtbare Schmerzen. Bevor ich in dieser Nacht einschlief, waren meine Gedanken noch: Jetzt braucht sie doch wenigstens keine Perücke mehr. Diese hatte sie zu Lebzeiten immer getragen. In der Morgendämmerung, es war noch nicht ganz hell, sah ich an der Wand das Gesicht einer armen Seele mit Perücke. Diese Perücke schwebte auf und ab und das Geistwesen lächelte dazu. Da wusste ich sofort, dass es unser liebes Tantchen war. Was mich sehr tröstete. Der liebe Gott schenkte mir diese Schau
damit ich erkenne, was das innige Gebet vermag. Darüber war ich sehr glücklich, denn als die Kinder klein waren, da habe ich ihre Hilfe gebraucht und als sie alt war, benötigte sie meine. Ich danke ohne Ende für meine von Jesus geschenkte Bekehrung und damit unser Tantchen so wunderbar gerettet wurde, die vorher ja nichts mit der Kirche hatte. Nun möchte ich noch von einem ganz jungen Mädchen berichten. Ein sehr junges Mädchen, das bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, lernte ich erst nach ihrem Tod kennen. Plötzlich hörte ich Musik in meinem Zimmer. Es war mitten in der Nacht. Ich setzte mich in meinem Bett auf und hörte: Engel wollen dich ins Paradies begleiten. Da sah ich ein vom Engel getragenes Mädchen. Ihr Kopf lag an der Schulter jenes Engels. Ich konnte sie genau sehen. Sie hatte rötliche Haare, braune Augen und sah so glücklich aus. Hinter ihr stand ein Herr im weißen Gewand. Er hielt die Arme über sie. Halblange Haare hatte er, wunderschöne Locken und sah so freundlich aus. Es könnte sein, dass es Jesus war, aber ich habe keine Erklärung bekommen. Später habe ich dann alles über dieses junge Mädchen erfahren. Sie hatte auch eine große Bekehrung. Sie sagte von sich: Ich will wieder ein Kind Gottes sein. Dann legte sie eine heilige Beichte ab und empfing die heilige Kommunion. Es war gerade in der Weihnachtszeit. Dann geschah der tödliche Unfall. Als ich sah, wie die Eltern am offenen Grab so sehr weinten, da konnte ich nichts mehr verstehen. Als Jesus kam, da redete ich mit ihm und sagte: Warum hast du sie so früh zu dir genommen? Ich habe den Schmerz der Eltern in meinem Herzen gespürt. Es tat schrecklich weh. Jesus gab Antwort, er sagte: Ich hätte sie gern noch viele Jahre auf der Erde gelassen. Doch dann wäre sie nicht zu mir ins Paradies gekommen. Wir sollten in allem den heiligen Willen Gottes erkennen. Er ruft immer im richtigen Augenblick, immer wenn es am günstigsten ist, eine Seele zu retten. Dann ruft er sie zu sich, denn er sagt ja: Ich habe alle erlöst, um sie auch zu retten. Das ist so die Taktik von Jesus, dass er immer dann eine Seele ruft, wenn sie bereit ist. Auch wenn Kinder sterben, sollten wir nicht weinen. Wir sollten daran denken, dass sie vielleicht als Jugendliche auf den Weg des Verderbens gekommen wären und so das ewige Heil nicht gefunden hätte. Ein Jahr später sah ich dieses Mädchen in der Kirche. Sie trug ein langes weißes Kleid und sah sehr schön aus. Sie war erlöst, denke ich. Einmal kam eine alte Frau in unsere kleine Kirche. Sofort durfte ich erkennen, dass es sich um eine arme Seele handelte. Sie flehte mich im Innern an, den Kreuzweg, den ich zu beten gedachte, ihr zu schenken. Ich willigte ein und versprach: Ja, ich schenke ihnen den Kreuzweg. Kurz nach dem Kreuzweg war sie verschwunden. Ich glaube, dass sie erlöst ist, denn sonst wäre sie nicht so schnell verschwunden. Sie brauchte mit Sicherheit zu ihrer Erlösung nur noch einen Kreuzweg. Darüber habe ich mich sehr gefreut und in meinem Innern war ein tiefer Frieden. Danke, lieber Gott, das ist immer mein letztes Wort. Danke, lieber Gott, dass ich so etwas erleben darf und dass ich Menschen helfen kann, in den Himmel zu kommen. Neuer Fall. Am 1. Oktober 2000 morgens gegen 4 Uhr hustete jemand in meinem Zimmer. Ich wurde wach,
Vor mir stand tatsächlich ein Priester in einer Soutane. Darüber trug er ein Rochett, so wie es der Priester in den Andachten trägt. Er zog an einer Zigarette und ich sah, dass diese glühte. Ich sah ihn an, wie angestrahlt, als würde ein Licht auf ihn fallen. Er hat kein Wort gesprochen. Er stand da eine Zeit lang, dann hat er sich aufgelöst. Am anderen Tag, es war ein Sonntag, ging ich zum Hochamt. Kaum war ich in der Bank, da hörte ich im Innern: Ich wollte dir nur danken für dein Gebet und dein Opfer. Du hast mir geholfen. Ich bin erlöst. Ich hatte eine große Sucht. Ich rauchte so viel. Deshalb musste ich viel leiden. Ich konnte diesen Priester genau beschreiben. Einige Wochen später hatte ich eine ganz schlimme Nacht. Viele böse Geister, die aussahen wie Monster, waren im Zimmer. Einer hatte nur ein Auge, das war so groß wie ein Gänseei. Ein anderer hatte eine Schlangenhaut und Schlitzaugen. Viele Schlangen hatte er in seinem Beutel am Leib festgebunden. Diese ließ er über seine Hand laufen. Tiere aller Art waren da. Es war entsetzlich. Einer hatte ein großes Maul und es kamen viele grüne Frösche aus seinem Schlund. Als ich nicht mehr ein- und aus wusste, schaltete ich das Licht an und segnete das Zimmer mit Weihwasser. Wenn ich das Licht ausschalte, geht das böse Spiel oft von vorne los. Es kann sein, dass es die ganze Nacht anhält. Aber nein, heute nicht. Da stand der gleiche Priester, der sich vor kurzem bei mir bedankt hatte. Er trug einen goldenen Brokatumhang und segnete mich dreimal mit einer goldenen Monstranz. Dieses sah ich ganz deutlich. Ich saß aufrecht im Bett. Danach kam kein Teufel mehr und ich konnte die ganze Nacht durchschlafen. Dieses Erlebnis werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Nun etwas ganz anderes. Ich möchte Ihnen erzählen, wie wir den armen Seelen helfen können. Kraft der Gemeinschaft der Heiligen können die Gläubigen, die noch auf Erden leben, den Seelen im Fegfeuer helfen durch Almosen, Ablässe, Bußwerke, die sie für sie darbringen. Gott gestattet zuweilen einigen armen Seelen, sich bestimmten Personen auf der Welt sichtbar zu machen, sich ihnen zu zeigen oder sich ihnen auf andere Weise erkennbar zu machen. Warum Gott bestimmten armen Seelen diese Gnade gibt und warum er auf Erden bestimmte Gläubige auswählt, ist ein Geheimnis, das wir nicht zu erforschen suchen sollen. Man darf annehmen, dass die armen Seelen sich besonders den Menschen zeigen dürfen, die Bereitschaft, Zeit und Liebe aufbringen, ihnen Gebet und Messopfer zukommen zu lassen, auch Ablässe zu gewinnen und Bußwerke für sie zu tun. Nun bleibt noch die Frage, was müssen wir tun, um uns den Himmel zu erwerben? Die Antwort lautet: Gott lieben, ihm dienen und seine Gebote halten. Die Gebote sind gegeben für uns, damit wir frei werden für den Himmel. Wenn wir seine Gebote nicht halten, es könnte sein, dass Jesus am Tage des Gerichtes sagen will: Ich kenne dich nicht. Du hast meine Gebote nicht gehalten. Ich habe dich nicht in meinem Haus gesehen. Sein Haus ist die Kirche. Ich kenne dich nicht, hinweg von mir. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen geschehen kann. Es ist die einzige Hiobsbotschaft. Hinweg von mir. Das heißt, die ewige Verdammnis.
Ich, Gisela, durfte einen Blick in die Hölle tun. Ich kann es nicht beschreiben. Das Schlimmste ist zu wissen, dass diese fürchterliche Qual nie enden wird. Jesus sagte mir einmal, der Verdammte erkennt in einem einzigen Augenblick, was er für die ganze, nie endende Ewigkeit verloren hat. Die Hölle hat keine Ausgangstür. In der Bibel steht, dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen.